Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, lange habe ich überlegt, ob ich mir den Blender von K leisten soll. Die Artisan-Maschine hatte ich schon, bin voll zufrieden. Vor Weihnachten war es dann soweit. Es winkte das Angebot, den Blender mit einem zusätzlichen, kleineren Behälter aus Kunststoff zum Normalpreis zu bekommen. Oder Blender mixt mit einer Soft-Start-Funktion, so dass der Inhalt erst langsam beschleunigt wird und damit alles ganz gesittet im Glas bleibt. Oder das Gerät schafft ohne Probleme auch Gefrorenes. Heißt, gefrorene Früchte mit etwas Flüssigkeit ergeben einen prima Sommer als Smoothie. Mit etwas Zitrone oder Barsirup abgeschmeckt natürlich auch Frozen Pina Colada oder ähnliches. Und durch die zwei unterschiedlich großen Gefäße kann man auch kleinere Mengen produzieren. Je nach Familiengröße. Oder kleinere der beiden Behälter hat im Deckelverschluss ein kleines Löchli. Bei der Zubereitung von Pesto ist das prima, um das Öl dosiert einlaufen zu lassen. Der Deckel muss so nicht immer angehoben werden und der Ölzulauf wird gestoppt, sobald die Konsistenz passt. Dieser Einsatz passt natürlich auch auf den Deckel des großen Behälters. 1-2 kg Zucker wird innerhalb kürzester Zeit zu Puderzucker, Pasten für die Ravioli-Füllung sind überhaupt kein Thema. Alles rein, Knöpfchen drücken, Ravioli füllen, fertig. Wichtig, ist der Blender zu voll, verschafft er sich Luft. Heißt, es kommt entweder zum Deckel heraus, was ihm zu viel wird, an der Seite oder es spritzelt aus dem Loch im Deckel oben, kleiner Behälter. Und zu voll heißt nicht bis kurz unter den Rand. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.